Und damit sage ich auch herzlich willkommen zurück zur 126. Folge von Fallout 4. Außenposten Simona. Gehen wir mal zu Simona. Habe ich jetzt. Lass mich mal ganz kurz. Ah. Aha. Interessant. Jawohl. Ich werde meine geilen, gemoddeten, coolen Special-Waffen alle vermissen. Aber gut. Übrigens das Spiel mehrfach deinstalliert und wieder gedownloadet. Und gemacht und getan, wie sind meine Schritte so laut. Naja. Ich meine, die Sterne sehen schon cool aus, ja. Aber mit 4K-Sternen und vor allem mehr Sterne und besseren, da ist egal. Darf nicht über meine ganzen Mods nachdenken. Dickicht Ausgrabung. Ich darf übrigens nicht irgendwo runterfallen. Ich habe die Bauausrüstung nämlich nicht an. Wieso lädt denn die Texturen heute nicht? Was ist denn das? Achso, ich wollte das übrigens mal präsentieren, wenn hier so. Guck mal, da fliegen hier so Steinchen weg und die liegen dann hier so also richtig rum. Können wir das vielleicht mal irgendwie mit dem. Guck mal, da kannst du nämlich hier so. Guck mal, da sind dann so richtig Steinchen. Ist toll, oder? Das heißt, es splittert da richtig was ab und liegt dann aber auch in der Gegend rum. Ich weiß nicht, ob das hier. Weißt du, so eine Scheiße bringen die rein mit dem Patch, aber. Naja. Zeig mir so viele heimische Lebensformen wie möglich, damit ich sie scannen kann. Das dient natürlich ausschließlich. Ausschließlich, ja. Das freue ich dich ohne Visier. Da fehlt übrigens auch die Energiezelle. Ah, schön, dass mir das richtig angezeigt wird. Finde ich cool. Nehmen wir mal die Laserwaffe. Was geht bei denen? Müssen der einen mal einen Vorteil verschaffen und zwar brauchen wir den Bauch anvisieren. Drecksau, vor allem diese alten Tiere, jetzt habe ich wieder diese ganzen. Was hat die denn geguckt? Naja, aber als CSI, Alter. Jetzt haben wir natürlich für diese ganzen hässlichen Waffengeräusche schon so, ne? Ich habe keine Ahnung, wieso wir hier 40 FPS haben, wenn ich hier langlaufe. Also. Ich meine, ihr. Das Problem ist, ihr habt 40 FPS. Ich habe 60 FPS. Aber die. Na, das ist echt schwierig zu erklären. Ich meine, ich bin ja froh, dass es läuft. Ich muss mir das dann nochmal optimieren lassen von Nvidia vielleicht. Haben wir dann nicht mehr so eine komischen Probleme. Das mache ich aber nach der Folge, das mache ich nicht dazwischen. Das ist echt creepy. Also ich meine, ich habe auch alles nach oben gedreht, was ging, ne? Wir müssen noch, ich kann mich erinnern, dass wir hier, da war ich schon mal in meinem privaten Spielstand damals, dass da einer ist, der hat einen Fatman, glaube ich, oder einen normalen Raketenwerfer. Ich bin mir gar nicht sicher. Die Bude kenne ich auch. Mit Mr. Redhurst? Hallo Mist. Hier, lass sie doch mal gehen. Ballon!
Lass jetzt mal die Rehe gehen. Die haben ja nichts getan. Die haben da in dem Häuschen, haben die. Aber die. Ich höre den ihren Laser überhaupt nicht. Und wieso? Ach, das ist doch. Das macht gerade überhaupt keinen Spaß, dass hier das mit der. Dass das alles überhaupt nicht lädt und so. Ja, du glaubst einiges, Fräulein. Lass mich mal kurz hier über den Hügel schnuppern. Versteckt. Nee, hast du nicht. Was steht denn da auf? Legendary Raider. Ja, das ist nicht der Chef. Der steht da unten. Mit der Power-Rüstung da. Hier ist in der Power-Rüstung, ob er drin ist. Doch, da ist er drin. So, pass auf, wir schießen auf den Fusionskern. Jawohl. Boom. Zumindest das hat funktioniert. Deine Taten könnten Verletzungen zur Folge haben. Meine? Das ist das. Das ist das. Hör mal auf. Haben wir irgendwelche Granaten oder so? Hier Nuka-Granate. Hier, guck mal. Boom. Wieso zeigt er mir eine Tarantula-Linie an? Dafür habe ich den Skill. Wieso können wir ein Level up machen? Wieso bin ich Level 54? Wollen wir so weit gekommen? Hä? Achso, ja. Blutiger Tod. Ich kann mich erinnern, dass ich das damals gemacht habe. Damit ich Energie kriege. Und das nicht funktioniert hat. Das weiß ich zum Beispiel noch. Wie sieht es mit dem nächsten Rang aus? Aha. Der ist nicht verschwunden, der ist unter uns. Das ist so ähnlich wie verschwunden. Halt mal jetzt einen Rand. Er fliegt doch da nicht immer hin und her. Mal mit. Los, wenn du dich traust. Nö, Boomer. Bleib hier schön. Okay, der hat einen Fatman dabei gehabt. Und hat zum Glück. Der hat noch geschossen, in dem Moment, wo er gestorben ist. Und hat hier fett unter uns drunter geschossen. Oh. Okay, kein Sturzschaden. Ja, Mr. Boomer. Ach, guck mal, der ist gar nicht in seiner Power. Die muss er verlassen. Hehehe. Leichtbau Raider Chess Piece. Wieso ist das jetzt trotzdem noch in Englisch, obwohl ich das Spiel nicht mehr gemoddet habe? Guck mal, da steht die Power-Rüstung. Ohne Kern kann er die nämlich nicht betreiben. Außenposten Simonja. Raider Left Leg. Ich verstehe jetzt nicht, wieso das. Ach hier, das war der Metall, ne? Power-Rüstung. Funktioniert immer wieder mit dem Anschießen. Oh, was ist das denn? Nett. Du hast einen Ausgang von unglaublicher weltlichen Geschichten gefunden. Du hast nachts 5% mehr Schaden. Cool. Deep Sea Terror, Sinister Seafood Strikes. Yeah. Okay, jetzt müssen wir hier so einen Sender aufbauen, ne?
Wieso kann ich das? Okay, warte mal hier hin. Da ist ein Reaktor, ein Reaktor. Ein Generator ist hier. Jawohl. Sprich mit Preston Garvey. Übrigens ist Preston ein Nervsack. Das ist schon eine coole Base, die die hier eigentlich haben. Das muss man ja mal dazu sagen. Also, irgendwie. Wow, cool. Haben die... Nein, hör auf! Ich habe übrigens das Gefühl, dass manche Mods im Hintergrund, also manche Plugins im Hintergrund aktiv sind, obwohl ich das Spiel nicht gemoddet habe. Was will ich meine? Glücklicherweise ist in dem Fall Ansichtssache. Erinnert an eine fette Taschenlampe. Schnell die Position wechseln. Wie viel Muni habe ich denn? Zukunftsgray wurde eindeutig ein Geschenk gemacht. Ich werde dich finden. Brauchst dich nicht verstecken. Bald alles vorbei. Da ist halt ein Hund, die sehen wir ja weggeflattert wurde. Wie rauskommt hier? Wut entbrannt. Huch. Ich glaube ja nicht. Kannst du es hier mal ausprobieren an die Frau. Ja, habe ich auch gemerkt. Ich hab gesehen, wie er die geworfen hat, Junge. Okay. Nett. Maddox und Jet. Patrönchens. Mehr Patrönchens. Ich muss mich immer vorsehen vor irgendwelchen Minen oder so. Ich bin hier manchmal. Also wenn du das lange nicht spielt hast, ich bin da immer so leichtsinnig und renne dann überall rum einfach was. Geschafft. Ja, nimm mit den Staff. Okay. Na, das Linien-Shit. Ich habe gesagt, wir wollen mal irgendwas Vernünftiges machen. Was können wir denn Okay. Wir könnten Landhaus an der Küste. Reisen wir mal zum Landhaus an der Küste. Und gehen dann vom Landhaus an der Küste südwärts Richtung dem Museum der Hexerei. Und dann gehen wir zu dem Kingspot Leuchtturm. Ding. Ah ja. Schon schön. So. Ich sitze hier auch verkehrt. Ich habe übrigens mein neues Razer Nabu um den Arm. Und wir haben es schon. Wir haben es jetzt 21.27 Uhr. Hast du kurz Zeit für mich, Monsieur? Was? Hi. Ja, klar. Ich habe Zeit. Ich habe während unserer bisherigen Reisen eine Menge Arbeit in das Sammeln von Informationen gesteckt. Aha. Meine Selbstdiagnose ist zu einem finsteren Ergebnis gekommen.
Mein wissenschaftlicher Fortschritt wird nicht durch Mangel an Daten oder Zusammenarbeit gedämpft. So, ne? Die unausweichliche Wahrheit ist, dass es noch nie einen großen Roboterwissenschaftler gab. Ich bin sicher, deine Forschung ist nicht so schlecht. Nett von dir, dass du das sagst. Aber wenn sich nichts ändert, enden meine Bemühungen in Stagnation. Die größten Wissenschaftler der Geschichte, wie Einstein und Curie, meine Namensgeberin, hatten weit mehr als nur die Fähigkeit, Daten zu analysieren. Sie waren Genies. Diese flüchtige Inspiration ist etwas, was ich ebenfalls dringend brauche. Okay. Wenn du eine Möglichkeit siehst, solltest du sie ergreifen. Muss ich sogar. Wenn ich mein Wissen über die Medizin in dieser seltsamen Welt erweitern möchte, muss ich zu einem großen Abenteuer aufbrechen. Ich muss ein Mensch werden. Zumindest so sehr ich kann. Ich muss das, was mich ausmacht, in ein menschliches Gehirn herunterladen. Sind Dr. Amari. Ja, ich kenne jemanden, der vielleicht helfen könnte. Dr. Amari. Dann müssen wir bitte zu ihr gehen und mit ihr reden. Vielleicht ist das unmöglich, aber wir müssen es dennoch versuchen. Das Streben nach mehr. Okay, wissen wir, was wir dann machen noch. Bei deinem französischen Akzent kann ich mir vorstellen, dass du andere von Nase gaben. Okay, alles klar. So, das Museum, da gehen wir auf jeden Fall als nächstes hin. Freue ich mich schon. Und dann helft mir Curie, in ihren neuen Körper zu finden. Oder was auch immer das für eine Quest ist. Ich nehme mal an, dass sie dann entzündet wird oder einen synthetischen Körper bekommt. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.